Heute ist mein erster Tag in Taipei auf Taiwan und ich habe hinter mir ein Restaurant entdeckt. Das macht eine Spezialität, die kenne ich aus Shanghai. Es handelt sich hierbei um Xiaolongbao. Das sind Maultaschen, die mit heißer Suppe gefüllt sind. Und 6 Stück davon kosten hier 3 Euro. Falls ihr das irgendwann mal esst, Achtung, die Dinger sind heiß. Erstmal einen kleinen Biss reinmachen und die Suppe vorsichtig raussaugen. Also meine ganz ehrliche Einschätzung ist, geschmacklich war schon relativ gut, aber nicht so gut wie in Shanghai. Außerdem war der Preis 3-mal teurer als in Shanghai, was ein bisschen schade ist. So, ich glaube, ich brauche nicht zu fragen, ob ihr Bock auf dieses Essen hättet, aber könnt ihr euch an den Namen eigentlich noch erinnern?